Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 True Farming 2 Projekt, meine lieben Freunde. Und ja, wir sind hier unterwegs, meine lieben Freunde. Und wir haben uns ja in den letzten Folgen den Hof angeschaut und wir haben unseren Nachbarn kennengelernt und getan und gemacht. Und ich bin begeistert von diesem Hof. Ich würde ihn jetzt ganz gerne einmal, prüfen. Prüfen, kaufen. Und dafür brauche ich aber Kredit. Das heißt, wir rufen mal den Banker an und fragen mal, ob er da ist. Dafür fahre ich mal eben kurz hier links ran, rechts ran natürlich. Oh, aber nicht an der Kreuzung. Fahren wir noch hier rechts rum. So. Und danach muss ich mal gucken, dass ich meinen Anhänger abgestellt bekomme. Und vielleicht einen Platz finde für meine Klamotten. So, wo haben wir denn den... Banker. Gerade nicht da. So, dann fahren wir einfach mal zur Gemeinde und schauen mal, was da auf uns wartet. Vielleicht ist er ja da. Ich will aber mal eben kurz die Gemeinde im Navi markieren, weil ich das so nicht finde. Hier die Markierung setzen, dann wissen wir jetzt schon mal in welche Richtung wir müssen, ne? So, dann fahren wir mal los. Ja. Kann ja alles nicht wahr sein hier, ne? Habe ich da hier so einen Mineraldünger-Typen neben mir am Sitzen, ne? Der einen Scheiß auf Bio gibt. Das finde ich nicht okay, um ehrlich zu sein. Das finde ich gar nicht okay. Überhaupt nicht. So. Hallo? 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 Ja, wo ist denn der Mann? Hallo, jemand da? Ist da auch ein Pott? Was ist denn hier alles so? Was haben wir denn hier? Amt für Kultur. Da muss ich nicht hin. Pressestelle. Muss ich auch nicht hin. Amt für Sportförderung. Ja, das ist schon mal gar nicht meins. Schulaufsicht. Wollte ich auch nicht. Amt für soziale Dienste. Ganz schnell weg hier. Hier bin ich in der ganz falschen Abteilung. Hier, was ist da noch? Und hier hinten. Hausmeister. Brandmeldezentrale. An dem Brandmeister oder was steht da? Ne, Hausmeister. Okay. Amt für Zusammenarbeit mit Gemeinde, dem Staat und der Europäischen Union. Aha. Amt für Finanzwirtschaft. Aha. Hier Einwohnermeldeamt. Hallo?
Keiner da. Na, moin. Ja, hallo? Oh! Hallo? Wo waren Sie denn? Herr Kolmleiter, grüße! Hallo! Wie geht's Ihnen? Ja, sehr gut. Sehr gut, kann mich nicht beklagen. Moment, ich ordne Sie nur kurz zu. Irgendwas mit Bio war das bei Ihnen. Ja, genau. Irgendwas mit Bio. Ich bin der Biobauer Kurt. Ach so, ich dachte jetzt irgendwas mit Biohampf oder so. Nee. Könnte man aber auch mal machen. Ist eine gute Idee. Ah, ja. Da können wir da auch schöne Unterhosen häkeln. Ah ja. Okay. so Feigenblatt-like. Ja, auf jeden Fall. Ah ja. Kommen Sie doch mit ins Büro. Ja, sehr gerne, weil ich muss da mit ihm was bereden. Ja, gerne. Und dann setzen Sie sich dann, genau, Tür haben Sie zugemacht. So, wie darf ich helfen? Erzählen Sie es mir. Ja, ich wollte eigentlich ganz gerne einen Kredit beantragen. Und zwar würde ich ganz gerne den Hof kaufen bei Feld 9800. 98 und 100, Moment. Ja. 98. Ob bin ich in Zahlen schlecht? Das ist ziemlich in der Mitte. Ach ja, danke. Jetzt hat. 108. Ah, jetzt hat. Ja, so. Ja. Da ist nämlich auch noch ein Bauernladen mit bei. Ich würde da ganz nämlich ganz gerne meine Bioprodukte in dem Laden vertreiben. Okay, also Sie möchten jetzt dann einen Unternehmenskredit, nenne ich es jetzt mal dann. Genau, ja, ja. Okay. Haben Sie da schon eine Aufstellung gemacht? Sie schon so, ich nenne es mal einen leichten Unternehmensplan? Also, ne? was Sie wirtschaften möchten, was Sie so Rendite sich vorstellen und so ein Zeug? Ja, klar. Ja, dann schließen Sie mal, ja genau, und was Sie natürlich an finanziellen Geldmitteln brauchen und wie lange Sie sich vorgestellt haben, das Ganze zurückzuzahlen. Okay, ich habe mir eigentlich das vorgestellt, dass ich 1,5 Millionen als Kredit nehme. Ich brauche natürlich Fahrzeuge, Felder, Land, die muss ich ja natürlich alles dazu kaufen mit dem Hof, der allein schon knapp 400.000 kostet. Mhm. Und so weiter und da muss ich auch noch Mittel und sowas holen. Auf jeden Fall habe ich vor, einen Teil hier in der Gemeinde dann wiederzugeben. Also das heißt natürlich, dass ich meine Bioprodukte hier vertreibe und an die Gemeinde sozusagen wiedergebe. Darunter zählt Salat, Erdbeeren und sowas alles, ne? Und natürlich auch frische Milch und Eier und alles, wo sowas dazugehört. Was ich so aus eigener Produktion machen kann. Auch natürlich schönes Bio-Fleisch natürlich für Grillpartys und sowas, was ich natürlich dann auch in Kooperation zusammen mit der Stadt dann stellen würde, wenn mal Feste sind oder sowas, ne? Dass man da immer schön Grillfleisch da hat. Und ich habe auf jeden Fall vor oder gedacht, dass ich innerhalb den nächsten 2 bis 3 Jahren den Kredit zurückzahle. 2 bis 3 Jahren, also rechnen wir dann mal mit. Wir rechnen mal mit 2,5 Jahren, das sind 24, 8 und 38 Monate. Ja. Okay. Gut. Das Ganze muss natürlich auch erstmal anlaufen, ne? Die Leute, sowas gibt es ja hier noch nicht so in der Stadt, so ein Bioladen. Die Leute müssen auch erstmal gucken, was ist da überhaupt der Unterschied zwischen den Lädlis und sowas, ne? Das muss natürlich erstmal ein bisschen die Runde machen, sag ich mal, ne? Okay. Gut, wie schaut's denn da aus? Ich müsste da natürlich, also ich sag mal, einen Kredit kann ich natürlich jetzt nicht von jetzt auf gleich bewilligen. Also nee, muss ist ich natürlich klar. Bonitätsprüfung und. Ja. Ich bräuchte einfach mal einen Personalausweis von Ihnen schon mal. Ja, den habe ich schon. Den würde ich mir schon mal alles rausschreiben. Ja, bitteschön. Dankeschön. Ich komme mal vor. Dankeschön. Ja. So, dann tippe ich das Ganze mal ein. So, Das Geburtsdatum, das hier draufsteht, das ist richtig, ne? Ja, das ist der 4.8.1987. 4.8.87, okay. Gut, Familienstand ledig, würde ich schätzen. Ja. Okay. Haben Sie irgendwas an Eigenkapital? Nö. Ich habe alles, was ich hatte. Ich hatte, das ist auch nicht die Menge. Ich hatte 20.000 angespart, dadurch habe ich mir jetzt ein Auto gekauft und die Umzugskosten. Jetzt habe ich gerade noch mal 4.000 über und damit würde ich ganz gerne meine Klamotten hier rüber holen. Da muss ich nämlich nachher noch zum
Transportunternehmen und dort noch einen Auftrag nehmen und eine Halle mieten, wo ich die Sachen erstmal unterstelle, bis ich natürlich dann das Land besitze, wo ich dann halt auch ein Haus habe. Okay. Weil über dem Bioladen ist auch gleichzeitig auch schon ein Wohnhaus, deswegen. Okay, aber sowas, also irgendwelche Sicherheiten oder sowas haben Sie jetzt halt nicht? Aktuelles Eigentum oder sowas? Nee, ich habe in der anderen Stadt einfach in einer ganz normalen Wohnung gelebt, also ja. Okay, natürlich, sagen wir so, mit Sicherheit, also ne, Rücklagen oder irgendeine Sicherheit wäre natürlich vorteilhaft. Auf jeden Fall. Ich würde das vielleicht so drehen oder mit Ihnen drehen wollen, dass die ganze Chose im Besitz der Bank bleibt, bis ich alles abbezahlt habe. Ich meine, darauf wird der Kredit wahrscheinlich sowieso ein bisschen hinauslaufen. Wahrscheinlich, ja. Okay, passen Sie auf. Ich schreibe mir das Ganze mal auf. Hau das Ganze mal durchs Programm, ne, durch die Bonitätsprüfung, durchs Schufa-Programm. Klar. Und dann würde ich mich bei Ihnen da melden. Okay. Machen wir es so? Ja. Bei den 1,5 Millionen, wie hoch werden da der Kredit und wann müsste ich das immer zahlen? Immer Monat oder wollen Sie das alle 2 Monate oder wie wäre es Ihnen am liebsten? Damit das müssen wir schauen. Also natürlich könnten wir da Monat alle 2 Monate machen. Das wäre jetzt halt nicht das Thema. Ja. Aber da müssen wir jetzt, wir müssen erst mal schauen, ob sie überhaupt kreditwürdig wären. Und dann, wenn das Ganze geht, dann ist das ein leichtes, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, da die, die Rahmenbedingungen, wenn aufzuschreiben, das wäre so, wär jetzt nicht das Thema. Ne? Ich verstehe, ja. Genau. Okay, und das dann auch mit dem Zinssatz, das müssen wir dann mal besprechen, wie viel Zinsen wir haben, wie viel Prozent sie tilgen müssten. Genau. Ne, solche Sachen. Ja. Zinsen und Tilgung, was da alles dann auf sie zusammenkommt. Okay. Wissen Sie, wer vorher da drin gelebt hat? Also boah, das sagen. Also ich meine, ich bin hier im Dorf aufgewachsen, ne? Oder in den Dörfern eher gesagt. Ja. Aber das kann ich jetzt soweit nicht beurteilen. Ich war jetzt dann auch eine Zeit lang nicht da, habe meinen Doktor im Finanzbankwesen gemacht. Ah, okay. Bin jetzt auch seit 6 Monaten circa wieder da. Also das kann ich jetzt halt aus dem FF nicht sagen. Nee, klar. Alles müssen wir mal einen Bürgermeister fragen oder ich kann mal einen Alois fragen, vielleicht weiß der das. Also unseren Beamten. Unseren Polizisten. Ach, unseren Polizisten, ja. Genau. Ja. Müsste ich den mal fragen, vielleicht weiß der das. Ja. Ja. Na gut. Okay, dann weiß ich da erstmal Bescheid. Bevor ich da jetzt dann, also wenn ich da jetzt die Anfrage mache, gibt es irgendeine Überraschung, die Sie mir aktuell verheimlichen oder sagen Sie so, Ihres Wissens nach soweit alles in Ordnung? Oh nee, so dass ich jetzt wüsste, hätte ich nichts. Also okay, ja, ich hatte mal so Kleinigkeiten, als ich etwas jünger war, dass ich mal 2-3 Monate lang Handyrechnung nicht bezahlen konnte, durch Leere, zu wenig Geld und so. Aber so irgendwie krasse Schulden wüsste ich jetzt nicht. Also, kann mal passieren, ist mir auch selber mal passiert. Also, ja, das ist ganz entspannt. Also wer das nicht hat, ja, weiß ich auch nicht. Der hat Mega-Management in, keine Ahnung. Also ich denke mal, jeder hatte schon mal eine Rückglasschrift oder was auch immer, ne? Aber so auf der Schnelle wüsste ich jetzt nichts Dramatisches, nein. Nee, dann melde ich mich dann wieder. Das ist ja jetzt nicht das Thema. Ja. Und dann wünsche ich Ihnen tatsächlich noch einen schönen Abend. Wünsche ich Ihnen auch, vielen lieben Dank. Und bis später, demnächst, das kriegen wir bestimmt hin. Ja. Genau. Gut, dann begleite ich mich raus. Ganz kurz noch eine kleine Frage habe ich noch. Der... Ja. Weil Wattlinger, der Herr Wattlinger, das ist ja der Polizist. Genau, der Alois Wattlinger. Ja. Genau. Wo hat der denn, wo wohnt der? Ich würde ihn mal gerne besuchen fahren. Kann ich nicht sagen, wieso. Achso, nee, okay, na, alles gut, hätte ja sein können. Ich wollte ihn einfach nur mal besuchen. Okay, das hört sich jetzt, kann ich nicht sagen, ich kann ihn mal anrufen und ihm mal sagen, dass er sich bei Ihnen melden soll. Das wäre super. Vielleicht machen wir das so. Ja, machen wir so. Gut. Alles klar.
Dann bedanke ich mich. Ich bedanke mich auch. Ja, was macht er denn außer Polizei noch? Macht er da noch was? Ja, der ist Förster bei uns im Ort. Der ist Förster. Genau. Oh, das ist super. Könnte er mich mal wirklich anrufen? Weil ich würde dann von ihm auch wahrscheinlich Holz kaufen. Und ich habe seine Karte. Ich rufe ihn selber an. Hätte ich jetzt gesagt, ich stelle einen Kontakt her. Aber wenn sie die Karte von ihm selber haben, dann melden sie sich bei dem. Der macht den Forst hier bei uns. Alles klar, weiß ich da Bescheid. Okay. Gut. Dankeschön. Dann gehen wir noch schnell raus. Ja. So, bitteschön. Danke. Ich habe zu danken. Wir hören uns. Tschüss. Danke, tschüss. Da wollen wir mal hoffen, dass die Prüfung gut endet und nicht irgendwas Verstecktes aufkommt. Aber ich wüsste jetzt nicht, was. Aber wir rufen mal den an. Wenn er wirklich Förster ist, könnte ich vielleicht mit ihm einen Deal machen, dass ich hier in der Stadt auch Brennholz verkaufen würde. So, ne? Das ist ja was Tolles. Einen Moment, ich rufe den mal an. Polizeiinspektion Waldstätten, Wartlinger. Ja, guten Tag, Herr Wartlinger. Hallo. Wartlinger, was das mit nicht? Da ist kein Leerzeichen dazwischen. Wer ist denn da? Der Kurt, hallo. Kurt und weiter, ich kenne viele Kurt. Kurt Kolmleiter. Ah, Herr Kolmleiter, wie geht's Ihnen? Sehr gut, und Ihnen? Ja, auch, kann mich nicht beklagen. Das ist schön zu hören. Hören Sie mal, ich war gerade beim Banker. Hab da einen Kredit beantragt, weil ich gerne einen Hof kaufen würde. Und der erzählte mir jetzt gerade beiläufig, dass sie im Forst tätig sind. Ja, ganz genau. Wir haben den staatlichen Forstbetrieb. Oh, das ist super. Macht ihr auch Brennholz? Also Holzschalteln und sowas? Ja, das machen wir. Haben Sie Zeit, mir das mal zu zeigen? Ich erkläre Ihnen, warum das Ganze ist. Ich würde nämlich ganz gerne einen Bioladen aufmachen, und wo ich meine Erzeugnisse vom Hof dann verkaufe. Und da wäre Ihr Brennholz perfekt, dass die Leute dann in den Laden kommen könnten und dort in Netzsäcken vielleicht Brennholz kaufen könnten. Dass wir da also vielleicht quasi, dass wir das Brennholz bei einer anbieten, oder wie? Ja, genau. Achso, kann man mit Sicherheit mal. Wir müssen jetzt nur ein bisschen aufforsten, weil wir haben jetzt ziemlich viel gefällt. Oh, was? Ja, Bäume gefällt. Achso. Aber ja. Hoffentlich kranke Bäume, ne? Ja, natürlich. Oh, okay. Borkenkäferbestand. Ja, wir machen das gerade oben beim LU überhalb, weil der Herr Hell auch sein quasi Feld erweitern will. Deswegen. Ich war noch gar nicht beim LU. Wo ist denn das? Sie wissen nicht, wo das der LU ist. Nee, da sind Sie für einen Bauer. Ja, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Also, ich würde es mir gerne machen. Kennen Sie das Feld 204? 204. Haben Sie Karten? Ja, ich habe eine Karte. 200. Dann machen Sie die mal auf. Ach, da. Deswegen ist das Feld 204 und daneben der Hof, das ist das LU. Ah. Quasi, genau. Und da haben wir quasi die Bäume gerade am Fällen, den einen Teil haben wir jetzt schon weggemacht, aber das wird alles wieder aufgeforstet. Ja. Dazu hat die Stadt extra das Feld 172 gekauft. In der Nähe von der Schreinerei, und da wird kräftig aufgeforstet. Ah, kann ich mir das mal anschauen? Was wollen Sie zuschauen? Das Abforsten oder das Anforsten? Beides. Aufforsten. Naja, können Sie mit sicher mal. Ja, das hört sich doch super an. Dann würde ich mal eben vorbeikommen. Ich müsste nämlich zum LU. Wollte da was nachfragen. Ja, dann fahren Sie mal zum LU, und wenn Sie da sind, dann schauen Sie mal, ich bin dann wahrscheinlich da irgendwo in der Nähe. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Genau, also jetzt gerade bin ich noch an der Schreinerei. Ja. Mit dem Dienststellenfahrzeug, aber dann später ziehe ich Forstklamotten an und dann, ja, geht's los. Ja, hört sich doch super an. Ja, gut, dann würde ich sagen, bis später, ne? Jawohl, machen wir. Alles klar, danke. Bis dann. Bis dann. Tschüss. So, dann fahren wir da mal hin. Ich wollte eh noch zum LU. Ich wollte fragen, ob ich mir dort eine Halle mieten kann, weil ich muss noch meine ganzen Möbel aus der anderen Stadt holen. Und wäre dann halt gut zu wissen, ob ich da was zwischenlagern könnte, ne? Mal gucken hier, wo muss ich denn da hin?
Bremsen sind super von dem Gerät. Die Bremsen sind super. Bremsen sind super, du. Vorfahrt achten Schild. Wir wollen ja jetzt keinen Unfall hier machen, ne? Ja, dann fahren wir da mal hin. Auf geht's! Das wird ein schöner Spaß, du. Das wird ein schöner Spaß. Erstmal schön gemütlich hier ankommen. Das LU habe ich auch noch nicht so gesehen. Naja, wollen wir mal hoffen, dass der Kredit auf jeden Fall genehmigt wird. Damit wir den Hof da kaufen können und alles. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. Wäre mehr als nice. Guckt ihr euch mal den schönen See an. Der ist nur so schön rein und sauber. Nicht so wie eine Stadt. Alles voller hässlicher Algen und Cola-Dosen. Und ich weiß nicht, was da alles in den Seen da und Flüssen rumschwimmt. Das ist unfassbar, Leute. Kann ich nicht mehr mit. Das tut mir eine Seele weh, wenn ich das sehe. In der Seele tut mir das weh. Und den Leuten ist das egal. Den Leuten ist das einfach egal. Null Verständnis habe ich dafür. Null Verständnis habe ich dafür. Also, das ist echt. Echt nicht schön. Gar nicht schön ist das. So, aber wir sind auch schon bei unseren 20 Minuten oder schon 22 Minuten gleich. Ich würde sagen, ich weiß noch. Ich starte mit euch in der nächsten Folge direkt beim LU, würde ich sagen. Dann braucht ihr die Fahrt hier nicht sehen. Die ist ja eh ein bisschen langweilig so. Ja, in dem Sinne, meine lieben Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und natürlich beim Tilo vorbeischauen. Peace.